Ja, habt ihr auch schon Winterreifen drauf? Bei mir gibt es jetzt heute zwei neue. Ja, so sehen die Dinger aus. Dann wollen wir loslegen. Da sind wir heute Morgen losgefahren und ich denke mir noch, fährst mal langsam, guckst mal auf die Straße und was war? So ein leichter Schimmer am Glänzen, war auch irgendwie knapp über 0 Grad, das muss heute Nacht wohl so knapp unter 0 Grad gewesen sein. Wir also los und meine bessere Hälfte, du fährst aber heute wieder ein Opa mit Huhn. Hatte ich ja letztes Mal schon, ich habe zwar eine Mütze auf, aber keine Huhn. Da habe ich gesagt, es war absichtlich so langsam, weil unsere Reifen nämlich so aussehen und das überhaupt nicht prickelt ist, wenn die Reifen so aussehen. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt kaufst du mal eben schnell fix zwei neue Reifen. Und die neuen Reifen sehen nämlich schon erheblich besser aus. Und mit denen kann man nämlich jetzt auch was anstellen. So, jetzt bin ich auf dem Weg zur Werkstatt und dann wollen wir uns mal eben zwei neue Reifen aufziehen lassen, weil das ja doch ein bisschen besser ist im Winter. Damit wir auch noch von A nach B kommen. Denn letztes Wochenende waren wir nämlich auch auf einer Veranstaltung. Und da wir den Berg hoch mussten, fing es an zu schneien. Tal nix, Mannertal auch nix, Berg hoch, alles weiß. Komplett, tutto, completo weiß. Im zweiten Gang hochgeeiert mit meinen schicken Flicks, die eigentlich zwar noch zugelassen sind, aber ich mir das nicht antun will. Und im zweiten Gang hochgeeiert und hab gedacht, boah, wenn du jetzt anhältst, war ja auch schon nach 12 Uhr nachts, dann hast du die A-Karte, aber ganz leer warst du, ja. Also, auf zur Werkstatt. Habe ich mir noch zu den Reifen auch noch schicke Wischerblätter geholt, weil die mussten auch mal neu. Von Bosch, ganz toll, ganz super. Habe ich 16 Euro für bezahlt, habe ich gedacht, boah, 16 Euro, Pi mal Daumen, 32 Mark, das hast du damals auch schon dafür bezahlt. Die sind hier gar nicht teurer geworden. Wow! Endlich mal was entdeckt, was nicht teurer geworden ist. Heute 16 Euro, damals 32 bis 34 Mark. Super, was eine geile Firma. Die Dinger ausgepackt, wie du vorhin gesehen hast. Und was ist? Da ist nur einer drin. Haha, welch Scherzkeks. Verwundert auf den Karton geguckt. Und was steht da? Ein Piece. Ein Stück. Ja, toll. Muss ich jetzt noch einen zweiten kaufen, damit ich meine Scheibe nicht nur zur Hälfte sauber kriege, sondern ganz sauber kriege. Dann kostet mir der Spaß 32 Euro. So dezent eine Teuerungsrate von 100%. Liebe Firma Bosch, ihr seid teuer geworden. Echt, das muss ich euch mal sagen. Oder ich habe, mein Auto ist zu groß. Ich weiß es auch nicht. Jetzt habe ich mir M&S-Reifen geholt und ich wusste gar nicht, dass es M&S-Reifen und M&S-Reifen gibt. Da gibt es einen Unterschied. Oh ja, leider. Musste ich gerade auch erfahren. Dazu gesagt, sage ich erstmal, M&S heißt Matsch und Schnee. Das heißt, ich habe mir Allwetterreifen geholt und die haben dieses tolle M&S-Zeichen. Das heißt, ich kann damit im Sommer fahren und auch im Winter. Matsch und Schnee, M&S. Aber wie der gute Reifenfuzzi gerade zu mir sagte, ist M&S nicht gleich M&S. Ich sage, Matsch und Schnee ist doch Matsch und Schnee.
im Sommer ist Sommer, im Winter ist Winter. Mhm. Wo ist denn der Unterschied? Ja, es gibt eine Zertifizierung, und zwar, wenn da noch ein Schneeflockensymbol neben diesem MMS-Zeichen ist. Das heißt also, MMS-Reifen mit der Schneeflocke, das sind Allwetter-Jahresreifen, womit man auch bei Matsch und Schnee fahren darf. MMS-Reifen ohne Schneeflocke sind Allwetterreifen, mit denen man fahren kann. Wohin fahren, weiß ich auch nicht. Aber es würde dann angeblich nicht gehen. Keine Ahnung. Zum Glück habe ich diese Schneeflocke drauf und brauche mir da jetzt keine Gedanken drüber machen. Aber schon kurios, dass es M&S-Reifen gibt und M&S-Reifen gibt. Naja, muss man, glaube ich, nicht wirklich irgendwie verstehen.